Was geht ab, Leute? Ich habe wieder einen neuen Booster-Review für euch. Einen Booster, den ich schon so oft getestet habe. Mittlerweile meine dritte Dose aufgemacht habe. Und das ist hier. Ihr kennt ihn alle von URX. Der Bombshell. In kurz, er schaut aus wie ein Jake 3D. Nur mit Alpha-Jubin-Bin. Simple. Was kann ich über den sagen? Er fühlt sich an wie ein Jack 3D. Jack 3D ist immer der Standard, dass ihr wisst circa wie er ist, weil jeder kennt den Jack 3D. Wenn nicht, bist du wahrscheinlich zu jung und dann lass die Finger vom Boostern. Auf jeden Fall, er fühlt sich an wie der Jack 3D, nur mit einem sehr starken thermogenetischen Effekt. Also ihr schwitzt wie Hölle, es ist ein Wahnsinn. Das Alpha-Jubin-Bin schiebt euch richtig an, es ist, ihr habt eine unendliche Ausdauer, es ist wirklich ein Wahnsinn, ihr schwitzt so verrückt. Ich weiß ja nicht, wie viel Alpha-Jubin-Bin drin ist, vielleicht liegt das auch an der Kombination mit dem Alpha-Jubin-Bin und dem Methylsynephrin. Vielleicht ist das die Kombination, dass es auch die Alpha- und Beta-Rezeptoren geht gleichzeitig mit dem DMA. Also habt ihr ein Amphetamin und zwei verschiedene Stimulantien. Also das DMA und das Synephrin geht auf einen Rezeptor und das Jubin-Bin geht auf einen anderen Rezeptor. Also habt ihr Fat-Burning von allen Rezeptoren. Auf jeden Fall, vielleicht liegt es daran, dass ihr einfach so schwitzt, so munter seid. Es ist, ich liebe diesen Booster, weil ich so ihn gerne Leute empfehlen, wo die Rezeptoren schon richtig dicht sind, hackedicht, schon richtig zu, weil das irgendwelche Junkie, Booster-Junkie sind. Auf jeden Fall der Bombshell, wenn du keine Booster mehr spürst, hol dir den Bombshell und er wird dir die nächsten mindestens 3,5 Wochen ein geiles Training servieren. Auf jeden Fall, der Geschmack ist richtig gut für einen Booster. Obwohl so viel Shit drin ist, der Geschmack ist richtig gut. Fat-Burning-Effekt ist auch richtig gut. Man schwitzt richtig heftig, trinkt auf jeden Fall genug, während ihr den Bombshell konsumiert. Weil das ist ein Wahnsinn. Und die Kraft ist auch phänomenal. Die Pumps sind wiederum nicht so gut, aber ich glaube, das liegt daran, weil mit dem DMA und dem Jubin-Bin und dem Synephrin ist es vielleicht zu viel an Stimulantien und vielleicht brennt ihr das einfach die Glykogenspeicher leer. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, aber ich kenne auch viele Ephedrin-User und also die ganzen Oldschool-Powerlifter von damals und die haben mir auch gesagt, wenn die da nicht voller Carbs sind, Intra-Carbs haben, also Intra-Workout-Carbs, im Training Carbs trinken und davor auch richtig viel geladen haben, dann geht der Pump verloren. Sie haben so die Kraft von Stimulantien, aber der Pump geht verloren. Oder vielleicht liegt es auch, dass ihr Sodium und Potassium alles rausschwitzt, gleichzeitig Wasser verlost, der Salz verlost und eure Muskeln brauchen die Salze zum Kontrahieren. Vielleicht liegt es deshalb plus mit dem Kohlenhydratmangel wahrscheinlich und natürlich das, die Tatsache, dass ihr im Training seid. Auf jeden Fall, da geht der Pump verloren. Ihr habt wirklich nur kurz, wenn überhaupt, einen Pump, obwohl Agmatin drinnen ist. Und L-Arginin auch noch, aber der Pump ist nicht so heftig auf dem Bombshell. Für die Energie und die Kraft ist ein Wahnsinn. Und ihr schwitzt wie crazy. Auf jeden Fall, den Bombshell kann ich jedem empfehlen, wirklich jedem empfehlen. Besonders wenn du keine Boosterpause machen willst und du willst trotzdem noch einen Booster haben, der noch knallen soll, dann kann ich dir den Bombshell wirklich ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr gut gelungener Booster. Leider fehlt mir da der Pump. Aber auf jeden Fall für eine Diät oder um einfach Plateau zu brechen, ist er richtig geil, Leute. Auf jeden Fall, Bombshell, super. Ich will nicht eine Bewertung geben, weil er ist ein bisschen ein eigenes Teil. Er ist wirklich, ich kann nicht wirklich bewerten. Er ist ein guter Fettburner und gleichzeitig ein guter Booster. Aber wie gesagt, der Pump fehlt mir dennoch. Ein sehr gutes Produkt, Leute. Auf jeden Fall, das war's schon wieder. Ich wünsche euch nur das Beste. Schöne Grüße aus Wien. Ich wünsche euch ganz viele Gains. Viel Spaß mit Bombshell, falls ihr euch ihn kauft. Und Peace.